Moin Moin, auch diese Woche habe ich wieder viele Fragen aus dem Wahlkreis erhalten, ganz konkret zu meiner Dienstreise nach Kenia. Mandy K. fragt mich, warum Kenia als erste Reise in diesem Jahr? Das ist ganz einfach, denn im Deutschen Bundestag diskutieren wir über ganz viele Themen, die mit Afrika zu tun haben oder aus Afrika kommen. Nenn nur als Stichwort die ganzen migrationspolitischen Diskussionen in unserem Land. Aber natürlich auch das Thema Fluchtursachenbekämpfung und die Leitfragen, wie können wir auf dem afrikanischen Kontinent Strukturen schaffen, damit die Menschen dort dauerhaft eine Perspektive haben und der Lebensalltag der Menschen in Afrika verbessert wird. Ganz wichtig ist ebenfalls das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz, denn es ist meine persönliche Überzeugung und auch die Überzeugung der Kollegen der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, dass wir Klimaschutz nicht alleine als Bundesrepublik Deutschland erreichen, sondern nur in Zusammenarbeit mit anderen Staaten und mit anderen Kontinenten. Und da kommt es ganz speziell auch auf Afrika an, denn in Afrika erleben wir leider immer öfter, dass Flüsse austrocknen, dass Wasser fehlt, weil der Weltklimawandel zuschlägt, aber auch, weil die Menschen mit der Natur nicht richtig umgehen. Und ich habe selber da einige Beispiele mir angeschaut und nehme da viele Eindrücke mit nach Deutschland. Juli F. fragt, was haben Union und SPD in der Entwicklungsarbeit seit 2005 falsch gemacht? Aus meiner Sicht muss die Entwicklungspolitik Deutschlands in Zukunft noch stärker auf den Grundsatz Hilfe zur Selbsthilfe setzen. Denn ich selber habe an konkreten Beispielen in Kenia gesehen, dass es nicht alleine reicht, nur das Füllhorn auszuschütten. In Kenia habe ich eine Wasserstation gesehen und Abwassersysteme, die vor einiger Zeit von den internationalen Organisationen dort hingebaut wurden. Allerdings war danach niemand mehr dafür verantwortlich und diese Wasserstation, das Abwassersystem funktionieren heute gar nicht mehr, weil niemand dort vor Ort zuständig ist. Und deswegen muss eine gute Entwicklungspolitik auch an die Eigenverantwortung der Menschen appellieren und die Menschen mit einbinden, sodass wir dadurch dauerhaft bessere Strukturen vor Ort schaffen. Christoph S. fragt mich, was nimmst du mit nach Deutschland? Ich habe eben schon einige Punkte genannt, die ich mit für meine Arbeit in den Deutschen Bundestag nach Deutschland nehmen werde. Ganz wichtig ist aber auch der klimapolitische Aspekt. Denn ich habe zum Beispiel in der Region Makueni in Kenia ein Flussbett mir angeschaut, wo vor einigen Monaten noch ein Fluss lang lief, der den Menschen vor Ort lebensnotwendiges Wasser spendete. Heute ist dort nur noch Dürre mit fatalen Folgen für die Menschen und die Natur. Und gleichzeitig hat das natürlich weitere negative Folgen auf das gesamte Weltklima und auf den Weltklimawandel. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in jedem Land dieser Welt den Klimaschutz weiter vorantreiben. Wir werden in Deutschland zum Beispiel in den nächsten Jahren noch stärker in Elektromobilität investieren, gleichzeitig auch synthetische Kraftstoffe fördern, die den Verkehr insgesamt umweltfreundlicher machen. Aber es ist auch wichtig, dass wir in Deutschland und allen anderen Ländern der Welt weiter die Aufklärung für Umweltschutz weiter fördern. Denn dieses Flussbett in Kenia ist auch deswegen zustande gekommen, weil die Menschen einfach Sand abgetragen haben für Zement und dadurch dieser Fluss nicht mehr langlaufen konnte. Vielen Dank für eure Fragen zu meiner Dienstreise nach Kenia. Stellt mir gern auch in Zukunft weitere Fragen zu den vielen unterschiedlichen Themen, die wir im Deutschen Bundestag bearbeiten.